Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Ja, Aloy hat gerade festgestellt, dass die Wolken leer sind und der Regen vorbei. Und ja, wir suchen jetzt mal weiter nach einem Weg nach oben und versuchen nebenbei noch ein bisschen zu looten. So, jetzt kommen wir auch an das Schloss dran. Katsching. Und dann sollten wir ja eigentlich auch irgendwie, irgendwo, irgendwann. Müssen wir da rüber? Vielleicht. Ist alles möglich. Wir sind jetzt schon so hoch, ne? Aber da komme ich, glaube ich, noch ein bisschen höher. Wir versuchen es. Wir versuchen es. So, nun haben wir noch eine Truhe. Und dann können wir Leiter herunterlassen. Auf jeden Fall. Kürzung immer gut. Für den Fall, dass wir... Okay. Hier sollte ich eine Stelle finden, um auf den Langhals zu springen. Sehr schön. Wieso? Schon sich nicht mehr gemacht. So. Also. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das nur 2 Minuten dauert. Sonst hätten wir das beim letzten Mal noch dran gehangen. So, unbekannte Siedlung. Ich würde sagen, wir markieren uns die mal eben. Ist wo? So, na dann fahren wir ein kleines Stück. Das Essen. Da sind bestimmt noch die ein oder anderen Truhe. Die ich jetzt nicht mitnehme. Oder nehme ich sie mit? Komm hier mal. Hier nochmal umgucken. Oh, da ist gerade was in der Falle gerannt. Da komme ich bestimmt nicht drauf, ne? Schade. Allen mit Stil. Wir gehen mal wieder hier über den Berg. Und
müssen sowieso nach oben irgendwie. Beim letzten Mal bin ich hier irgendwie eleganter raufgekommen. Letztes Mal gegangen. Aber nicht so. Nicht hier hoch, nein. Oh Gott. Jetzt komme ich hier nirgendwo. Ah, oh, hier. Zum Glück ist hier so eine gute Klettermaxe. Kraut. Nee, doch nicht. Jetzt raten müsste es da oben in der Banditenlager, oder? Das ist ein Seil, aber da komme ich nur runter. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin wieder der völlig falschen Seite. Aber hier kann ich zumindest klettern. Ja, gucken wir mal. Hallo? Nee. Gehen wir nochmal einen höher. Noch höher. Was ist denn das wieder für ein Dorf? Auf der anderen Seite ist bestimmt wieder ganz bequeme Straße nach oben. Ich sehe nichts. Klettern wir mal ein bisschen blind, ne? Wir haben schon wieder die Ehre und die Zehen. Eine kräftige Farbe. Felswacht. Guten Tag. Wo ist euer Lagerfeuer? Da oben. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Ja, dann macht das doch mal. Nicht so viel reden, machen. Hey, Moment, sind wir jetzt... Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Nee, waren wir noch nicht.
Nimm dich in Acht, dass ich dir auch gefährliche Ideen. Können wir hier einmal auffüllen? Deine Chance, gute Ware zu kaufen. Ach, immer auf deine können wir irgendwas bauen? Von Dingen, die wir ausgerüstet haben. Nö. Hier? Nö. Gut, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich mal was Sinnvolles gesammelt hätte. So rein durch Zufall. Was ist denn hier? Rohstoffe verkaufen. Rohstoffe. Dann würde ich sagen, verdienen wir doch mal wieder ein bisschen was. Und man, im Moment sind wir sogar richtig reich, du. 7500. Nice. Maschinenstreit erfahren. Jäger, aber die hat nichts Neues, oder? Da, vielleicht. Hallo? Nee. Nee. Komm zurück und wir handeln. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zur Basis und gucken uns unser neues, schickes Drohnenbild an. Jo, da bin ich dann wieder zurück. Nach dem kurzen Schnitt. Ich muss den Schnitt machen. Ich war mir gerade ein bisschen peinlich. Ich habe schon wieder unsere Basis nicht gefunden und da habe ich lieber mal einen kleinen Schnitt gemacht. Oh Gott. Aber das wollte ich mir euch jetzt ersparen. Willkommen zurück. Danke. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Eieiei. Okay, das Datenmodul ist drin. Fehler, Daten unvollständig. Was? Das hier? Gute Wahl. Was ist das andere? Da. Ich werde jetzt sag gar ja auch gute Wahl. Nö, fällt dir nicht so gut. Ja, das jetzt von der zweiten Drohne. Okay. Gut, dann möchte Zoe jetzt einmal mit uns... Nee, so heißt ja nicht Zoe. Mit uns reden. Und ich glaube, in der nächsten Folge dann werden wir damit mal anfangen, die ganzen Metallblumen und immer Glimmer... Splitter, jetzt auch immer. Vielleicht findest du das Rezept. Abzugeben. Mal gucken, was so hat. Aloy, du gehst weiter nach Westen jenseits des Tenakt-Clan-Gebiets? Weißt du etwas über das Gebiet? Nur Hörensagen. Die Utaru erzählen Geschichten von einer Insel jenseits der Westküste. Sie nennen sie die Insel der Türme. Es heißt, die Alten hätten dort Türme gebaut, die den Himmel berührten, um weit weg von der Erde zu sein, die sie gebar. Als wollten sie nicht erinnert werden, dass sie einst zu ihr zurückkehren. Klingt wie etwas, das Ted Farrow tun würde. Wie viel hast du über Ted Farrow gelesen? Genug, um sich zu fragen, wie ein Mann, der sich so um die Heilung der Welt bemühte, sie einfach durch Gier und Stolz untergehen ließ.
Wenn eine Seele so verkümmert, ich weiß nicht, ob ich ihn hasse oder bemitleide. Es sah aus, als hättest du da drüben an was gearbeitet. Da Gaia jetzt immer stärker wird, habe ich einen Weg gesucht, die Landgötter zu heilen. Selbst wenn manche hier finden, dass ich sie aufgeben sollte. Ich hab mich doch entschuldigt. Dein Freund dachte, es wäre eine gute Idee, die Landgötter durch neue Maschinen zu ersetzen, wenn Gaia sich erholt. Was nicht? Die Landgötter sorgen seit Generationen für unser Volk. Sie sind kein Spielzeug, das man einfach wegwirft. Selbst wenn sie nur Maschinen sind, die funktionieren, wäre es grausam, sie in ihrem Leiden aufzugeben. Ich bin sicher, dass Val das versteht. Jetzt schon. Allerdings musste ich erst ziemlich wütend werden. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Ich schätze, du hast dir Demeter angeschaut, jetzt da Gaia mit ihr verschmolzen ist. Ja, man spürt Ehrfurcht. Zu wissen, dass die Samen in diesem Beutel von den Samen stammen, die in der alten Welt für Demeter waren. Das lässt hoffen, dass der Kreislauf des Lebens wie zuvor weiter bestehen kann. Ich nehme an, du hast schon Eren kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Hast du je Erens Brettspiel gespielt? Streit? Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte gehofft, es lenkt ihn genug ab, dass er uns mit diesem Death-Metal-Lärm verschont. Leider umsonst. Geht's dir und Val gut? Beim Training, meine ich. Uns geht's gut. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne mal eine Pause vom Studieren hätte. Nur wir zwei. Aber wer kümmert sich dann um Erend? Kotalo ist auch noch da. Ein lauter Osseram und ein grübelnder Tenakt. Was soll da schiefgehen? Was haben alle so gemacht? Ich habe versucht, gemeinsam mit Beta zu essen. Sie sollte sich mehr zu Hause fühlen. Vielleicht sogar hier oben schlafen, statt in diesem dunklen Keller. Hat keine Wirkung gezeigt. Der Versuch ehrt dich. Geduld bringt die reichste Ernte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Macht dein Plan für die Landgötter Fortschritte? Ist der Neustartcode bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Der Code muss an alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind drei fortgezogen. So, Ti und Do. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Wir lassen dein Volk nicht verhungern, so. Versprochen. Cool. Noch ein Auftrag. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich kriege ich, was wir brauchen, um Hephaestus zu schnappen. Danach brauche ich die Hilfe von euch allen. Wir sind bereit. Ach, da sind wir noch lange nicht. So weit sind wir noch lange nicht, Eloy. Ich traue mich gar nicht, mit Eren oder Val zu sprechen. Habe ich was von einer Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, chill, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Der alte Death Metal-Fan. Na gut. Dann hören wir uns zumindest meinen ersten Teil seiner Gespräche an. Siehst du immer noch die Daten durch? Ja, sie sind interessant. So voller Wörter. Ich dachte, ich könnte da versuchen, mehr Bilder drin zu finden. Da hatte ich nicht viel Glück, aber immerhin habe ich viel gelernt. Über Holofilme. Ja, Bilder, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und es sieht alles ganz real aus. Ja, die Osserer mögen Shows. Für diese Holos würden sie jede Menge Scherben bezahlen.
Anscheinend kriegst du den Dreh mit den Daten raus. Ja, sie sind hilfreich, wenn ich sie irgendwie verstehen kann. Ich habe gelernt, dass die Alten sich auch gerne mal einen Schluck genehmigt haben. Aber sie lassen sich von Maschinen bedienen. In Bars. Sie haben ihnen sogar erlaubt, sie rauszuwerfen, bevor sie zu viel trinken würden. Dabei ist das der halbe Spaß. Mir darf so schnell kein Roboter ein Glas servieren. Klingt, als ob du dich an den Fokus gewöhnst. Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? Mich nützlich machen. Hab Geduld. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osram. Es funkte und knallte. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morland scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Varn mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, geht mir genauso. Wie läuft es hier denn so? Sag du's mir. Vals neue Freundin wollte mich vorhin umbringen. Habe ich gehört. Ich habe einen Witz gemacht. Darüber, wie sie, naja, viel Gras essen. Wer kann denn mit nichts als Blättern im Magen schon richtig kämpfen? So wie es aussieht, die Utaru. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Lass dich einfach nicht verletzen. Riecht da Bier? Ich habe etwas aus Kettenkratz mitgebracht. Bei all dem, was so los ist, könnten wir alle einen Drink vertragen. Außerdem bringt nichts die Leute so zusammen wie ein guter Schluck. Das hat meine Schwester jedenfalls immer gesagt. Du darfst dir gerne was davon nehmen. Ein anderes Mal. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen herzubringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Wie läuft's mit Kotalo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob er an einer Runde Streit interessiert wäre. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen. Aber ich lebe noch. Schön zu hören. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Val dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy.
So, jetzt haben wir nur noch Wahl und Kotalu. Aber die würde ich sagen, sparen wir uns dann für das nächste Mal auf. Wenn ich das Gespräch so verfolge zwischen ihr und Eren wieder. Oh, das ist eine neue Quest. Die können wir mal eben gucken. Die Waffen der Alten waren wirklich mächtig. Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen. Ich bin ihnen schon einmal begegnet. Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie. Hm. Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Hekaru hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Wir hatten dringendere Sorgen, wie du weißt. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Ach, schon okay. Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich, wenn du einen Moment Zeit hast. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ich muss jetzt los. Hab einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich rufe dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Mit dem neuen Arm scheint mir jetzt am interessantesten. Am wichtigsten. Wir markieren die mal. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal nach Fertigkeiten. Wen können wir denn noch verhauen? So, was kriegen wir denn hier? Das ist eigentlich ziemlich cool, ne? Wenn ich denn auch endlich mal anfange, das Zeug zu benutzen. Springe von einem Feind weg, um dich schnell neu zu positionieren. Oh Gott. Springe von einem Feind weg. Okay. Uff. Ich habe nicht so großes Vertrauen in mich. Hallo? Was ist das? Fallen. Erhalte besser. Ich weiß nicht, mit den Fallen ist so gar nicht meins. Fallenlimit benutzen die so gut wie nie. Oder ich. Na. So, hier waren wir durch. Was haben wir hier noch?
Oh, Mut auf. Schneller Gesundheit herstellen, kann ja eigentlich nicht schaden, ne? Gesundheitstränke bieten mehr Heilung. So, was haben wir hier? Exlamine, ach, das ist auch so. Was haben wir hier? Überschild. Ich kann ein Schild benutzen. Oh, das will ich. Das will ich. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber den müssen wir auch erst noch lernen. Okay. So. Was ich jetzt gerade überhaupt nicht weiß, wie lange die Folge geht. Ich glaube, wir sind schon knapp bei 30 Minuten. Aber ich bin nicht sicher. Ich würde aber sagen, wir reisen zumindest noch mal in die Richtung, wo wir hin müssen. Ich finde jetzt gut, Talon einen neuen Arm zu besorgen, erstmal am wichtigsten. Ist auch gar nicht so weit weg. Kann ich da direkt hin? Da ist das Lagerfeuer. Ich hoffe, da stehen nicht wieder direkt Maschinen rum. Sollen wir auf die Uhr gucken? Hier ist das Zenith-Labor. Gotalo glaubt, dort drin die Bauteile für einen neuen Arm finden zu können. Ich sollte ihn kontaktieren, dass ich hier bin. Ja, aber erstmal würde ich gerne. Na gut, dann speichern wir danach. Wir rufen erstmal Cotalo. Hey, Cotalo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest, und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Oh oh. Zum Labor geht's hier lang. Jetzt lässt das Spiel mich wieder nicht speichern, oder was? Oh nein. Ich hab keine Zeit. Ich hab wirklich keine Zeit. Ich muss auf. Die arme Sau mit einem Arm. Alles okay? Ich schaff das. Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch, ne? Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Oh nein. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Ich, genau das gleiche Problem hatte ich beim letzten Mal auch hier oben. Mit dem Speichern. Nun gut, dann muss ich mal gucken, dass ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit irgendwie klaue und wir den Arm dann besorgen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand.